Der Winter ist für den Erfurter Staudengärtner Pascal Klenert eine Zeit der Ruhe und der Vorbereitung auf die Gartensaison. Alles geht etwas langsamer bei ihm und auch bei seinen Pflanzen. Auch sie sind im Ruhemodus, wachsen nicht und treiben nicht aus. Dafür bereiten sie sich aufs große Blühen vor. Etwas Schutz ist wichtig, aber Stauden sind hart im Nehmen. Minustemperaturen kein Problem, auch Wassermangel tolerieren sie. Bei den Stauden im Freiland ist es grundsätzlich eigentlich gar nicht nötig, dass die jetzt gewässert werden. Das sind Pflanzen, die passen sich dem Vegetationszyklus, also sprich dem Winter, der Winterruhe an. Von November bis Ende Februar ist da gar kein Wasser grundsätzlich nötig. Draußen ist vieles einfacher. Stauden, die drinnen bzw. geschützt stehen, müssen gewässert werden. Lieber kräftig als nur schlückchenweise. Aber wie gießt man in den Wintermonaten richtig? Also grundsätzlich die Kübelpflanzen, welche die Blätter im Winter einziehen, wie beispielsweise jetzt hier, wie man das hier so schön sieht, die brauchen grundsätzlich im Winter keine weitere Pflege. Wir haben regelmäßige Niederschläge, das reicht völlig aus. Wo man aber vor allen Dingen ein bisschen aufpassen sollte, das sind die, die im Winter grün sind, beziehungsweise die Pflanzen, welche immer grün sind. Bei diesen macht es dann schon Sinn, immer mal einen Blick drauf zu werfen, sind diese trocken, gerade nach einer Frostperiode, beziehungsweise bevor der Frost naht, diese einfach noch mal ein bisschen mit Wasser zu versorgen. Regelmäßiges Kontrollieren hilft, den Wasserbedarf besser einzuschätzen. Bei durchgefrorenen Kübeln, nach langen Minustemperaturen wie zuletzt im Januar, rät Pascal Klenert zur Vorsicht. Also ist der Topf völlig eingefroren, dann macht man gar nichts. Dann ist absolute Ruhe zu halten. Da wird noch nicht dran rumgerüttelt an den Pflanzen. Die brauchen ihre Ruhe. Und der Hobbygärtner, der Schlaue, sollte eigentlich im Herbst vorbeugend ordentlich gießen. Die Pflanzen dürfen ruhig schön tropfnass sein. Gerade die Pflanzen, die im Winter grün sind, das können solche Polsterpflanzen sein. Wer sich beim Gießen unsicher ist, für den hat Pascal Klenert noch einen Tipp. Denn eine gute Drainage ist das A und O, um Staunässe zu vermeiden. Also grundsätzlich ist es so, die Kübelpflanzen dürfen natürlich alle schön tropfnass sein, aber Staunässe, das wollen sie wirklich nicht. Und dementsprechend kann man vorbeugen, indem man entweder in dem unteren Bereich des Kübels einfach so eine Handbreit grobe Steine reinbringt als Drainageschicht oder den Topf einfach freistellt. Das heißt, den Untertopf entfernt oder den Untertopf umdreht, dass das Wasser absickern kann, was zu viel im Gefäß ist. Zu Pascals Favoriten gehört der Staudenhibiskus, auch sumpfeibisch genannt. Ja. Sumpf klingt nach Nässe, doch Wassermarsch gilt nicht für den Winter. Die Hibiskus werden in der blattlosen Zeit, das heißt von Ende Oktober bis Ostern, erstmal gar nicht gegossen. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen kann, sollten diese im Kübel gehalten werden, würde ich den Kübel immer in der Winterjahreshälfte überdacht stellen, dass von oben kein Wasser drankommt. Bei den immergrünen Pflanzen, ganz gleich ob Stauden, Sträucher oder Nadelgehölze, ist das Gießen noch wichtiger für das Überleben der Pflanze. Sie leiden sonst unter Frosttrocknis oder Winterdürre. Das heißt im Prinzip nichts anderes, wenn immergrüne Pflanzen, welche in der Winterjahreshälfte also auch grün sind, kein Wasser ziehen können durch Frost und dementsprechend vertrocknen. Man sieht das hier sehr schön an dem Beispiel. Hier und auf der Seite sind die Blätter noch schön kräftig blaugrün und hier ist direkt schon der Graueinsatz und man sieht, wie die Blätter oberflächlich vertrocknet sind. Das ist auch irreparabel, das muss man jetzt einfach rausschneiden und warten, bis sie neu austreiben, die Pflanzen. So schön und stimmungsvoll sich Pflanzen im Winter oft präsentieren, ohne Wasser wird die Zeit der Ruhe bei einigen Pflanzen später eher unruhig.